Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute habe ich einen neuen Hukain-Tabak für euch und zwar den Bärtehre. Einen Tabak von Hukain, den es schon mal gab, der aber jetzt in der Neuauflage kommt mit ein paar Veränderungen, ein paar Verbesserungen, ein paar Verschlechterungen. Wir schauen auf jeden Fall rein. Ich blende euch noch kurz den Kopfbau nach dem Intro ein und dann sind wir zurück mit dem Review. So, als nächstes kommen wir zum Kopfbau vom KS Fumdel. Auch den wiegen wir als allererstes mal. Auch in dem hängt unten übrigens schon eine Kopfdichtung drin. Also das müsste KS ein bisschen schmaler machen. Der KS Fumdel wiegt leer mit Kopfdichtung 184 Gramm. So, das notieren wir uns und dann kommen wir mal zum Kopfbau. Wie gesagt, hier wird jetzt der Bärtehre gebaut. Der neue von Hukain, der kam heute an und den wollte ich noch testen. Ja, das heißt, machen wir jetzt auch einfach mal. So, ich nehme mal so eine Spitze voll auf die Gabel. Wir sehen schon, das Tabakdepot ist nicht so breit. Ich kriege nicht mal hier die Breite von dieser Gabel damit rein. Das heißt, ich probiere auch wirklich immer nur so einen kleinen Part der Gabel voll zu machen und streiche das dann hier rein. Das ist schon fast ein bisschen viel. Ja, also da muss echt sehr, sehr wenig Tabak rein in den Kopf. Das werden wir gleich beim Messen auch nochmal feststellen. Übrigens, der Bärtehre hat hier immer diese schwarzen kleinen Tabakblättchen drin, Leute. Das ist kein verschimmelter Tabak oder sowas, weil ich da immer wieder Nachrichten kriege, die sagen so, oh, mein Hukain ist verschimmelt angekommen. Und ich denke mir dann, was, Digga, dein Hukain ist verschimmelt angekommen? Und dann schicken sie ein Bild und dann ist das halt der Burley Blend. Ja, Hukain hat ein paar Sorten, das ist halt ein Burley Blend. Da sind ein paar Burley Tabakblätter mit drin. Das ist nicht verschimmelt, das ist nicht schlimm, Leute. Da ist einfach noch ein anderer Grundtabak mit drin. Der Tabak, der auch für Dark Blend meistens genommen wird oder in vielen Dark Blends genommen wird. Das Ding ist, ich weiß nicht, warum Hukain das mittlerweile nicht mehr sagt, dass das der Dark Blend Mix ist. Da ist nur 5% Dark Blend mit drin. Früher haben die das auch angegeben, heute machen die das nicht mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. So, aber Kopfbau. Also ihr seht, ich packe hier überall so eine Gabel rein. Ich bin so ungefähr auf Randhöhe vom Kopf oben und ist noch nicht so schön verteilt, aber dazu kommen wir dann im nächsten Schritt. Auch diesen Kopf baue ich am liebsten so ungefähr auf Randhöhe. Ich versuche das Semi-Dense zu bauen tatsächlich. Habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass die paar Gramm Tabak dann doch noch ein bisschen was bei der Rauchdauer und sowas ausmachen. Deswegen baue ich den tatsächlich am liebsten Semi-Dense. Dann gehen noch mal ein paar Gramm mehr rein, als wenn man super fluffig baut. Und das macht sich halt natürlich bei der Rauchdauer bemerkbar, wenn man doch ein bisschen mehr Tabak reinpackt. Ich achte darauf, dass nichts auf dem Rand liegt und ich achte darauf, und dass nichts zu sehr in der Mitte liegt. Also sowas wie hier, was hier an dem Loch ist, das wollen wir nicht haben. Das streichen wir noch so ein kleines bisschen in den Kopf. Aber dadurch, dass das Funnel doch relativ niedrig hier im Kopf ist, ihr seht es ja schon hier in dem Übergang zum Tabak, passiert es leider dennoch relativ häufig, dass da ein kleines bisschen was reinplumsen kann. So, und wenn wir das dann alles schön verteilt haben, dann passt das mit dem Köpfchen. Ja, ihr habt es gesehen, Schnitt und Feuchtigkeit sehr nice, angenehm. Es ist nicht zu viel Molasse, wir haben keine überschüssige Molasse am Dosenboden, was uns bei Hukain auf jeden Fall freut. Das war am Anfang ein bisschen schwieriger bei Hukain. Mittlerweile haben sie es meiner Meinung nach ganz gut raus, die Molasse und Rohtabak-Ratio da gut hinzubekommen, sodass wir da eben kein Molassebad am Dosenboden haben. Was man auf jeden Fall noch kurz zu Schnitt und Feuchtigkeit sagen muss, ist ganz klar, es ist wieder ein Burley Blend von Hukain. Früher hat Hukain das immer angegeben, wenn das ein Tabak war, der einen kleinen Burley-Zusatz hatte. Mittlerweile schreiben sie es nicht mehr auf die Dosen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, weil es würde viel Verwirrung vorbeugen. Warum Verwirrung, fragt ihr euch vielleicht. Es ist eigentlich ein verschwindend geringer Anteil an Burley. Aber man hat hier und da halt eben so kleine schwarze Blättchen in seinem Tabak drin. Es gab schon Leute, die mir geschrieben haben, so, Digga, mein Hukain kam einfach verschimmelt an. Das ist natürlich kein Schimmel, Leute. Das sind einfach kleine Burley-Stückchen. Ist nicht weiter schlimm. Burley ein etwas würziger, etwas stärkerer Grundtabak, der meistens für Dark Blend Tabaksorten verwendet wird. Ich weiß nicht genau, warum Hukain den hier mit reinpackt. Meiner Meinung nach würde der Tabak bestimmt auch gut mit einem kompletten Virginia Tabak funktionieren. Nichtsdestotrotz, ich habe nichts gegen Burley. Mir macht es nichts aus, wenn da was mit drin ist. Just saying, Leute, keine Angst vor diesen kleinen schwarzen Stückchen. Das ist kein schlechter Tabak oder minderwertiger Tabak oder verschimmelter Tabak oder whatever. Das ist einfach nur ein bisschen Burley. So, zwischendrin nehmen wir mal kurz einen Zug. Übrigens 200 Gramm, 16,90 Euro, wie wir das von Hukain gewohnt sind. Artwork finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Die neuen Artworks von Hukain gefallen mir echt gut. Da legen die sich in letzter Zeit noch mal mehr ins Zeug, obwohl die Artworks von Hukain eigentlich immer schon ziemlich nice waren. Die neuen sind sogar noch mal nicer als die alten, finde ich.
So, und was soll Bärtähre überhaupt sein? Bärtähre, Erdbeere. Es ist auf jeden Fall ein Erdbeer-Flavor, aber nicht ein Solo-Erdbeer-Flavor, sondern es soll noch Grapefruit mit drin sein. Sind wir sehr gespannt. Eine süße Erdbeere, eine saure Grapefruit, beides sehr frisch, beides sehr süß. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ob es auch ist, finden wir auf jeden Fall noch im Review heraus. So, jetzt nehme ich aber wirklich mal einen Zug und dann kommen wir zum Geruch. Ja, Rauchentwicklung, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir kommen mal zum Geruch. Wie gesagt, nach einer Grapefruit und einer Erdbeere suchen wir. Schauen wir mal, ob wir das auch rausriechen können. Ja, können wir auch. Also vom Geruch her definitiv eine Grapefruit am Start, eine saure Grapefruit, aber auch eine süße Note. Ich würde aber die süße Note wieder eher zur Erdbeere schreiben und die saure Note eher zu Grapefruit schreiben. Beides ergänzt sich aber eigentlich sehr, sehr nice. Er hat eine ganz, ganz leichte Frische am Start, aber ich würde jetzt eher sagen, dass es diese typische Fruchtfrische ist und kein Zusatz an Minze oder Menthol mit drin ist. Es ist auch das Plus mit drauf, since 2020. Das heißt, der Tabak ist auch komplett konform natürlich. Es würde ja keinen Sinn machen, einen unkonformen Tabak rauszubringen. Aber ich finde trotzdem, dass man eben so eine ganz, ganz leichte Frische damit rausriecht. Aber das ist wieder eher so dieses typische, als ob einem die Früchte auf einem Eistablett serviert werden und nicht als ob da Eis oder Minze oder Menthol oder sowas mit drin wäre. Riecht aber sehr, sehr lecker. Ich bin gespannt, ob man das so umsetzen kann, auch im Geschmack, weil das Ding ist, einen guten Erdbeertabak gibt es meiner Meinung nach nicht. Also der Strawbitch von Shades wäre noch der beste, den ich kenne, aber auch den Strawbitch von Shades würde ich niemals pur rauchen. Es ist eher ein Tabak zum Mischen, genauso wie der Razzporn. Also Razzporn und Strawbitch sind für mich eher Flavor, die sehr nice zum Mischen sind, aber pur als Solo-Flavor so ein kleines bisschen enttäuschen. Wir sind sehr gespannt, wie der Erdbeer-Grapefruit-Tabak von Hukain hier sein wird. Ich habe auf jeden Fall nicht so hohe Erwartungen, weil wie gesagt, Erdbeer-Flavor extremst schwer umzusetzen. Aber ich würde sagen, wir ziehen ein paar Mal, wir gucken uns die Rauchentwicklung an und kommen dann zum Geschmack. Ja, ich denke, dem Rauch ist nichts mehr hinzuzufügen, außer absolut brutal. Setup ist übrigens gerade die Mose Breeze mit der Bowl von Creepy Shisha. Die goldene Mose Breeze in der Limited-Variante auf der neuen weißen Base mit dem weißen Sleeve obendrauf. Der KS Thumbnail mit einem Kalaut Lotus 1 Plus. Zwei Tom C26 Kohlen sind drin und eine ist noch auf Kipp. Das Ganze mit einem weißen Schlauch und dem weißen Alpha-Mundstück zusammen. So, jetzt kommen wir aber mal zum Geschmack. Und zum Geschmack kann man auf jeden Fall sagen, ja, es ist wieder eine saure Grapefruit und es ist eine süße Erdbeere. Ich finde aber, die süße Erdbeere geht wieder unter. Es ist einer der etwas besseren Erdbeer-Flavor, aber es war auf jeden Fall gut, dass ich von der Erdbeere nicht zu viel erwartet habe, weil auch hier Erdbeere einfach wieder sehr schwer umzusetzen und auch hier eher ein kleines bisschen enttäuschend. Ich würde auch bei dem Bärtähre sagen, das kann ich mir sehr geil vorstellen, wenn man das noch zu einem Green Lean oder sowas mit reinmischt. Aber jetzt als Solo-Flavor muss ich leider sagen, für mich nicht so das Gelbe vom Ei, für mich nicht so das Wahre. Also alleine kann er mich nicht überzeugen. Ich denke, zum Mischen wird er sehr, sehr nice sein. Ich kann mir das wirklich gut mit Green Lean vorstellen, aber alleine eher nicht so. Ich würde fast sagen, dass mehr von dem schwachen Erdbeer-Flavor genommen wurde als von der Grapefruit, aber die Grapefruit trotzdem eher rauskommt. Die Grapefruit an sich schmeckt auch sehr, sehr nice. Das ist eine etwas süßere Grapefruit oder vielleicht kommt die Süße dann auch von dem Erdbeeraroma, aber die Grapefruit auf jeden Fall sehr, sehr nice und sehr, sehr lecker, aber die Erdbeere halt so ein kleines bisschen enttäuschend. Deswegen wieder eher so ein Mittelmaß-Tabak, wieder was, wo ich sagen muss, solo vielleicht nicht so geil, gemischt könnte ich ihn mir gut vorstellen. Leute, wenn ihr den Bärtähre schon probiert habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr ihn findet. Lasst mir gerne noch ein Abo oder einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.